Felix, mach mal's mal auf. Sorry. Na? Ist deine Brille kaputt? Aber ich hoffe nicht. Ja, also wir waren im Fust, wir waren im Mediamarkt, wir haben über 20 Geräte angeschaut. Testet haben sie auch. Genau, und auch ausprobiert. Stück, ja. Und wir haben uns jetzt entschieden für, also wir wollen euch den Miele Dirt Devil 550 XS vorstellen. Heiß ist. Ja. Okay, was ist denn das für eine? Der ist relativ schlichtes Modell, ein relativ schlichter Staubsauger. Grau, ziemlich elegant, hat 11 Meter Aktionsradius. 800 Watt, also mehr als der... Als ich habe gemeint 950, oder? Nein. Nee. Ah, doch, hier. Ja. Sorry. 950 Watt Leistung, also das heißt eine extrem starke Saugkraft und ist mit 72 Dezibel auch ein bisschen leiser als der, den wir vorher hatten. Hat 6 Liter große Beutel, Saugpinsel mit Naturborsten. Ich habe gemeint, wir haben gesagt, ohne Beutel, oder? Wieso? Zum Spargen. Ein 3er-Pack kostet nur 12 Stutz. Das macht pro Monat irgendwie 40 Rappen oder so. Das ist nichts, also man muss pro Person. Also etwas ist nicht nichts, finde ich. Also, ja, genau. Es geht doch gar nicht um den Preis, es geht doch mehr um den unnötigen Abfall mit den Beuteln, haben wir doch gesagt. Es geht weniger um den Preis und weniger um den Abfall. Es geht einfach darum, dass es jedes Mal eine Riesensauerei gibt, wenn ich den Dyson in den Mülleimer entleere. Genau, und dann kannst du gerade ablagen. Du kannst nämlich auch gerade noch putzen. Und das Rändchen um den Kübel herum kannst du auch gerade putzen. Das ist wirklich mega grusig. Also ich meine, ich habe den Auftrag bekommen, um den Stäbsauger Research zu machen. Und ich finde es einfach wie so ein bisschen eigen, mächtig, wenn ihr dann eigentlich einen Plenumsbeschluss, dass wir einen Staubsauger wollen, ohne Beutel, wenn ihr den einfach umstoßt, also dann... Mal abgesehen davon habe ich im Moment wirklich den Eindruck, dass Felix und ich, also in meiner Wahrnehmung, sind wir die Einzigen, die den Dyson regelmäßig entleeren. Ich lede jedes Mal, wenn ich gesucht habe. Ich lede auch. Nein. Ah ja. Ja. Es ist doch interessant, dass ich ihn trotzdem immer proppenvoll aus dem Schrank nehme. Also, dann machen wir eine Liste, die können wir zum Staubsauger hängen. Dann kann sich jeder... Du musst gar nicht lachen. Es ist so blöd. Keine Liste! Dann könnte sich jeder eintragen, wir könnten nachschauen. Nein, ist gut. Ich mache eine Liste. So, und dann habe ich noch eine andere Frage, nämlich wegen der Watt. Was haben Sie gesagt? 950 Watt, ist das nicht Energieverschwendung? Es nervt wirklich einfach, wenn du mit dem Staubsauger drüber fährst und es bleiben einfach alle grossen Brösel noch im Teppich. Es nervt wirklich. Wir brauchen Zugkraft. Aber beim Dyson hat doch 750. Nervt einfach. Ja, aber das habe ich verstanden. Aber beim Dyson hat doch 750 Watt am Anfang auch gelangt. Ja, aber müssen wir jetzt wegen 200 Watt noch ein Büro aufmachen oder was? Es kommt auf die kleinen Sachen drauf an. Ja, genau. Auf die kleinen Sachen kommt es drauf an. Eben auf die Brösmeli und auf die Haselnüsse. Wie gut, dass die reingesogen werden. Die Frage ist doch, warum diese Nüsschen in letzter Zeit so oft auf dem Boden liegen. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch etwa 19 Kilo. Ist dir nicht so wichtig, das Thema? Ne? Doch, natürlich. Was? Nur weil es mich nicht so stört, bin ich es jetzt gewesen, oder was? Also, es geht nicht um Schuld, ja? Aber wenn so eine Haselnuss auf den Boden fällt, dann macht es ja ein Geräusch. Okay, aber jetzt willst du einfach auf dem Tisch. Jetzt ist. Hanneken, Hanneken. Das ist zu hören. Das ist zu hören. Okay. Wenn so eine blöde Nuss. Wenn so eine blöde Nuss. Wer saugt das alles auf? Dann ist das zu hören. Und da kann man doch ganz pragmatisch, ohne großes Gefühlsduselei, einfach diese Nuss auf. Also einfach nicht wie Zähne putzen. Das macht ihr ja auch einfach alle. Klar. Okay. Ich hab einfach. Also es geht einfach darum, dass ich den Eindruck habe, dass wir in letzter Zeit in unserer WG ein bisschen das Gefühl füreinander, die Aufmerksamkeit füreinander, die Rücksicht. Ich finde, wir sind einfach. Mein Bedürfnis nach Hygiene und mein Bedürfnis nach gegenseitiger Achtsamkeit und Rücksichtnahme in der Lebensgemeinschaft, die wir ja nun mal sind, die sind für mich spätestens in dem Moment dann nicht erfüllt, wenn ich in der Badewanne Fingernägel von jemand anderem finde. Ich
Ja, also das finde ich sowieso, etwas Badzimmer ist etwas, wo wir mal definieren müssen, was als nicht ins Badzimmer gehört. Ich würde vorschlagen, dass wir gerade mal aufschreiben. Ich glaube, es ist keine Frage, oder das Problem löst sich nicht, indem wir was aufschreiben oder so. Ich glaube, es ist eher einfach auf dem Schirm haben, dass auch andere als nur jeder für sich das Bad benutzt. Also ich lasse keine Fingernägel. Ich auch nicht. Es geht ja nicht um Schuld. Es geht nicht um Schuld. Ich glaube, also, die, die es betrifft, die wissen es. Staubsauger, was kostet eine Miele? 650 statt 690 bei Fust. 650 Stutz? Das ist einfach so deutsche viel. Wertarbeit. Das ist nicht irgendwie China-Schrott oder so. Also, und wieso stellt ihr uns eigentlich nur einen Staubsauger vor? Ja, weil es einfach der beste ist. Ganz einfach. Der Dyson hat irgendwie 350 gekostet, oder? Ja. Ja. Und darum ist er auch nach 4 Jahren bereits im Arsch. Ja, gut. Und hat die Fahrt, du das mal aufrechnen auf 10 Jahre raus, oder? Sorry, look da. Dyson. Dyson 4. Bodenstaubsauger beutellos. 299 Franken, oder? Also, können wir 2 davon kaufen? Ja, sicher nicht. Beutellos, sicher nicht wieder 78 Dezibel, 800 Watt. Das ist viel lieber als der, den wir jetzt... Ja, also, jetzt 72 oder 78 Dezibel könnt ihr wahrscheinlich nicht so drauf haben. Aber Dezibel macht einen Unterschied von 10 schon fast eine Verdopplung der Lautstärke aus. Genau. Recycling Technology, Energieeffizienz A. Höhenverstellbar, leichter verstellbares Teleskoprohr, inklusive 3 Jahre Garantie. True Cycling Technology. Ja, weißt du, wieso drei Jahre? Weil er ja im 4. Jahr eben genau dann wieder kaputt geht. Ja, Konspiration. Und die Erde ist flach, oder? Teleskoprohr und HEPA. HEPA. High Efficiency Particle Air Filter. Ja. Oder? In your face. HEPA! Geil. Nein, ja, bei Miele heisst es einfach Miele sauber Luft plus Filter. Meine, das ist ein super Chipo-Name für 700 Stutz. Sauger Lust. Luftputzer. Hey, das ist genau das. Ist genau das bessere Name. Nein, Stefan, das Bier weg, bitte. Sauger Lust plus. Hey, schau mal, 650 Stutz für einen Staubsauger ist einfach zu viel, Felix. Ich weiss nicht, in was für einer Welt du lebst. Ich lebe in einer Welt von Qualität. Ja, ich brauche ein deutsches Qualitätsprodukt. Du bist so gut ein bisschen leisiger, die Lift soll schlafen. Danke. Und ich glaube, er drüllt uns sowieso im Kreis. Ich würde sagen, wir stimmen jetzt einfach ab über die Staubsaugersache. Gerne. Ich finde nur, wir sollten vorher wirklich alle hören. Hm? Roland? Was meinst du dazu? Was hat eigentlich keinen Zusammenhang mit Saugkraft? Oder Anzahl, Stromverbrauch, oder? Das heißt, wie viel Strom der Staubsauger an der Steckdose zieht, oder? Jetzt Saugkraft so sagen, das kam jetzt mehr vom Kompressormotor, vom Filtersystem, vom Zentrifugalkraftmotor, oder? Ja, ich nehme an, oder ich würde sagen, man muss das irgendwie differenzierter anschauen, oder? Also das ist jetzt meine Meinung, oder? Also, ich wollte das einfach sagen, oder? Ich kenne mich da zu wenig aus, um genauere Aussagen zu können machen über diese zwei Modelle, oder? Ja. Okay, also ich würde sagen, wir stimmen trotzdem mal ab, oder? Und dann schauen wir, was rauskommt. Also, dann ist jetzt die Frage, wer ist für den Dyson 4? Hand auf. Hey, Moment. Ich zahle die 300 Franken Differenz. Nein, Felix, das musst du doch nicht. Wieso nicht? Also ich verstehe schon, dass es vielleicht für euch viel Geld ist, aber mir spielt es wirklich... Was heisst das für uns? Mir spielt es wirklich keine Rolle. Es geht nicht um jemanden anzugreifen. Felix, es geht... Es kann mir wirklich nicht ums Geld. Ja, wir haben das verstanden, aber es gibt eine Abmachung, dass sich alle gleich beteiligen bei den allgemeinen Sachen.
Es geht ja nicht nur ums Geld, es geht auch um die Hygiene. Das ist doch der Punkt. Ja, und der Dyson ist ja nicht unhygienisch, oder? Ja, wenn man ihn nicht leert, dann ist er auch nicht unhygienisch, ja? Deine Fingernägel. Hä? Ich finde einfach, Hygiene fängt bei jedem selber an. Sorry. Okay. Also ich finde, das sind, dann ja, okay. Das sind meine Fingernägel, oder? Mein Körper, meine Entscheidung. Handle nur nach derjenigen Maxime, nach der du zugleich wollen kannst, dass hier allgemeines Gesetz wird. Oh! Hey, was soll denn das jetzt, Martina? Ich frage mich einfach, wie jemand, der nicht in der Lage ist, nicht kann oder nicht will oder es nicht versteht oder was weiß ich, Verantwortung für seinen eigenen Körper zu übernehmen, wie diese Person, wie die dann Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen soll. Okay. Es leuchtet okay. mir einfach aber nicht ein. Fingernägel okay, in der Badwanne sind ja wohl nicht von mir. Meine Fingernägel sind ja noch dran. Oder? Ja, okay, dann möchte ich gerne wissen, wessen Fingernägel das sind. Es ist jetzt Gruppentherapie. Okay. Also, wer war es denn? Wer hat denn jetzt das? Also ich meine, da sind diese Fingernägel in der Badewanne. Ich fände es irgendwie fair, wenn die Person Verantwortung für ihr Verhalten übernimmt und unsere Gemeinschaft wertschätzt mit einer gewissen Art Aufrichtigkeit. Lass mich bitte aussprechen. Mini sind ja noch dran. Lass mich bitte aussprechen. Wertschätzt mit entsprechender Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Deswegen möchte ich gerne wissen, wer es war. Okay, aber Martina, es geht nicht um Schuld, es geht einfach um Wertschätzung von unserer Gemeinschaft und gegenseitige Rücksichtnahme. Deswegen möchte ich gerne wissen, wer es war. Meine Nägel sind es ja nicht, die in der Badwanne liegen. Also, so viel ist meine klar. Auch nicht. Meine sind auch nicht. Sollen wir eine Excel-Liste machen, zum Fingernägel zu schneiden? Nein, du kommst nicht. Dann bei allen vorbei, um Fingernägel zu schneiden. So blöd. Nein, komm, die Leute, das nervt. Komm, wir stimmen jetzt einfach ab. Und dann ist fertig mit dem Staubsauger. Ich will gar keinen neuen Staubsauger. Ich will den alten Dyson. Aber der saugt ja nicht mehr richtig. Mal, der saugt noch. Eben nicht. Also Leute, komm, es ist fertig. Lass mir leid. Wir können doch nicht eine Stunde über den Staubsauger diskutieren. Das ist ja wie im Kindergarten. Ich habe gar nichts gesagt. Wozu? Zu den Nägeln in der Wanne. Zu den Nägeln in der Wanne? Zu den Nägeln in der Wanne. Also komm, Martina, jetzt müssen wir aufhören mit dem. Ich würde sagen, wir stimmen jetzt einfach über die Staubsaugersache ab und dann... Okay, wer ist für den Dyson 4? Hand auf. 1, 2, 3. Okay. Was, Jenny? Papa, ich darf machen, was ich will. Gut. Du auch für den Dyson? Oh. Okay, 4. Und wer... Was ist los? Wer ist für den Miele Dirt Level 500 irgendetwas? Dirt Devil. Du, oder? Ja, sicher. Also auf jemanden. Und zwei Enthaltungen, richtig, okay. Dann ist es der Dyson. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, und zwar zum Wohlenwaschmittel. Einige haben den Wunsch geäußert, dass man die speziellen Waschmittel in Zukunft nicht mehr mit der Gemeinschaftskasse zahlt, weil sie die Waschmittel gar nicht brauchen. Jetzt ist die Frage, ja, wie man damit umgeht. Ja, ich bin dafür. Ja, das weiß ich, weil wir haben das ja gemeldet. Ja. Aber die Frage ist, wenn wir das irgendwie abziehen oder wenn wir sagen, okay, jeder kauft sein eigenes Wohlenwaschmittel oder wenn wir eine eigene Kasse auftun und sagen, wir wollen haben und Sachen dann korrekt waschen. Aber kannst du das nochmal erklären, weil ich sehe gar nicht, was ist jetzt die
Also man kann nicht einfach privat sagen, ich spiele jetzt ein bisschen. Nein, nein, es wird ja ganz viel, staatliche sogenannte Versorgungsaufträge werden an private Firmen, private Sicherheitsfirmen ausgelagert. Und das ist eben so, zum Beispiel im Asylbereich. Aber okay.